Hallo und herzlich willkommen zu der 34. Ja, nee, nicht ganz, das war ein Zahlendreher. Zu der 43. Folge von diesem Star Wars Spiel. Diesem Star Wars Spiel. Wenn ihr wissen wollt, welches, lest die Videobeschreibung. Die Videobeschreibung oder den Folgentitel? Nee, die Videobeschreibung. Hallo, man muss die Leute dazu animieren, die Videobeschreibung zu lesen. Stimmt, lest die Videobeschreibung. Genau, da steht auch drin, welche Folge wir aktuell haben, falls 34 nicht stimmen sollte, was höchstwahrscheinlich ist. Dass sie nicht stimmt? Ja, dass Folge 34 nicht stimmt. Jo. Deswegen steht die richtige Folgennummer auch in der Videobeschreibung. Und wenn ich es aber in die Videobeschreibung so schreibe, ist das die richtige Folge? Wer weiß. Weil die Videobeschreibung kann ja nicht lügen, ne? Absolut, die Videobeschreibung ist immer richtig, auch wenn sie falsch ist. Genau. Regel Nummer 1, die Videobeschreibung hat immer recht. Regel Nummer 2, hat mal die Videobeschreibung nicht recht, tritt automatisch Regel Nummer 1 in Kraft. Genau so sieht's aus. Aber es ist doch ein endloser Kreis, oder? Ja, Ansichtssache. Nee, Ansichtssache? Eigentlich nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es nicht ein entschlossener Kreis. Also, sag mal, was sagen wir? Ich schreibe in die Videobeschreibung, dass das Folge 34. Das ist Folge 34, ja. Ja. Dann sagst du, das ist falsch, ne? Genau. Dann würde ja Regel Nummer 1 eintreffen. Das heißt, genau. Die ist immer richtig. Aber sie ist ja falsch. Aber sie ist immer richtig. Aber sie ist falsch. Aber sie ist immer richtig. Aber sie ist falsch. Aber sie ist immer richtig. Aber sie ist falsch. Aber sie ist immer richtig. Aber sie ist falsch. Aber sie ist immer richtig. So, und das war's. Verstehst du diesen Folge? Kreis? Nee, es geht einfach Punkt 1 und dann ist es geklärt. Es ist trotzdem ein endloser Kreis. Ändert nicht an der Tatsache. Tatsache. Was müssen wir überhaupt machen? Gute Frage. Wir müssen zur Oase reisen. Ja, und was haben wir beim letzten Mal gemacht? Frage bitte mal meinen Kompater, der weiß sicher Bescheid. Okay. Wett, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Was, Ted? Wett. Pet? Ja, Wett. Wett. Ah, Wett. Wett. Ich hab verstanden. Pet. Ja, was willst du mit einer Petflasche? Dein persönliches Haustier. Ja. Ich kann es dir momentan nicht sagen. Okay. Ich weiß nicht, weil wir ihr vielleicht unten an der Zeit erkennen könnt. Wir haben eine Kreativpause gemacht. Oder besser gesagt, ich hatte was gegessen. Hatte etwas Hunger. Genau. So ein bisschen gezettelt sind. Ja, und dann gab es Schweizer Essen. Ja, also. Jein. Ja. Jo, ja. Ja. Ja, nee. Ja, nee. Oh, wow. Oh, wow. Du bist vom Weg abgekommen. Doch ich bin gekommen, um dich zurückzuleiten. Ich bin die Verkörperung deines größten Potenzials. Ich bin das, was du sein könntest, wenn du deine Angst überwinden und auf der hellen Seite wandeln würdest. Ist das nur bei mir so oder bewegt sich der Mund nicht? Der Mund bewegt sich nicht. Okay, alles klar. Unmöglich. Du willst mich täuschen. Nur die Angsterfüllten belügen sich selbst. Auf der hellen Seite verliert jede Angst ihren Sinn. Ich beweise dir, dass ich du bin. Wir jagen Norman Kars Padawan-Schülerin, die in jedem den wahren Charakter erkennt. Unser Meister Darth Barras fürchtet, dass diese Frau sein Spionagenetzwerk enttarnt und ihn tötet. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Sieh nur, wie verzweifelt du versuchst, dich zu verstecken. Dieser Weg soll ein Zeichen der Stärke sein? Wenn du weiter diesem Weg folgst, wird dein Leben aus Angst und Paranoia bestehen. Verrat wird hinter jeder Ecke lauern. Du wirst niemandem je trauen können. So habe ich das noch nie gesehen. Ich werde dich erleuchten. Die dunkle Seite versucht, die Macht zu unterwerfen. Sie behandelt sie als einen Feind, der benutzt und manipuliert werden muss. Wenn du dich der hellen Seite hingibst, wirst du eins mit der Macht. Nur so kannst du wahrhaftig Klarheit und Frieden erreichen. Merkst du nicht, wie lächerlich das klingt?
Du solltest nicht spotten. Sieh dir unseren Meister an. Wenn die dunkle Seite wirklich so stark ist, warum sollte er dann Angst vor einer jungen Frau haben? Nomen Kars Padawan-Schülerin ist erst im Begriff, ein Meister der hellen Seite zu werden. Und schon jetzt erfüllt sie das Herz eines dunklen Meisters mit Angst. Deshalb werde ich sie töten. Wenn du die helle Seite ablehnst, musst du mich besiegen. Bist du stark genug, einen Teil von dir selbst zu töten? Ich werde jegliches Licht in der Galaxis auslöschen. Nun denn, greif mich an. Du wirst merken, dass die helle Seite in dir nicht ausgelöscht werden kann. Okay. Dazu muss ich jetzt eins sagen. Die Wett... ich sagte schon Wett. Jessa Wilson töten? Ich hab da ja was anderes vor. Vielleicht kann man ihn ja auch bekehren. Vielleicht das Spiel ist aber auch einfach schwach. Ja. Ist das die helle Seite? Sehr, sehr lame. Das war sehr leicht. Du hast bewiesen, dass dein Weg stark und verlässlich ist. Dieser Sieg hat unser Wesen gereinigt. In der Klarheit dieser Vereinigung erscheint eine Vision unserer Bestimmung auf Tatooine. Kannst du es auch sehen? Ein Lager tief in der Wüste hinter einer Felsformation mit dem Namen Verbotener Pass. Ich muss mehr darüber erfahren. Die Padawan-Schülerin ist zweifellos zu diesem Ort gegangen. Dort hat der große Meister ihr geholfen, mit ihren Fähigkeiten umzugehen. Das Bild wird schwächer. Suche den verbotenen Pass und stelle dich dort, Meister Yonlak. Unsere Reise auf diesem Planeten endet dort. Lebe wohl. Ich glaube nicht, was ich gerade gesehen habe. Habt ihr gerade gesagt, dass ihr den verbotenen Pass überqueren wollt? So sehe ich es auch. Der Gedanke allein lässt mich erschaudern. Die Wüste hinter dem verbotenen Pass ist ein Gebiet, in dem niemand überlebt. Niemand. Sogar die Sandleute meiden es. Ihr dürft nicht dorthin aufbrechen. Eure Sorge um mich ist unbegründet. Das ist nicht nur irgendein Aberglaube. Diejenigen, die den verbotenen Pass überqueren, werden nie wieder gesehen. Ich kann euch nicht dorthin folgen. Ich muss meine Zeit nicht weiter mit einer Memme verschwenden. Dieses Wort trifft mich hart. Ich werde zu eurem Raumhafen zurückkehren und darf Barras Bericht erstatten. Ja, direkt als ich dachte. Das war sogar ziemlich heftig. Oh Mann, und die sahen auch noch einigermaßen gut aus. Naja. Also ich werde meine Zeit nicht mit einer Memme verschwenden. ich habe eine schicke Robe behalten. Aber die ist wahrscheinlich mega schwach. Nee. Was? Okay. Meine waren bis jetzt immer ziemlich schwach. Die Szene mit dem Spiegelbild. Ich glaube, die war leicht verbuggt. So minimal. Ein bisschen. Er kniet und irgendwie doch nicht. Ja, irgendwie kniet er. Dann hat er sein Aussehen geändert. Dann war es irgendwie dein Spiegelbild. Dann war er in dir und dann war er doch irgendwie wieder draußen. What the fuck? Ja, er war so, Und er hat seinen Mund nicht bewegt. Ja, warum sollte er seinen Mund bewegen? Ach stimmt, es gibt ja die Macht, ne? Die Macht. Der spricht durch die Macht. Macht ja auch Sinn. Aber da habe ich letztens erst noch ein relativ interessantes Video drüber geguckt. Ich weiß gar nicht, ob ich es finde. Wenn ich es finde, packe ich es tatsächlich mal in die Videobeschreibung. Du verlinkst ein Video, ein externes Video. Ja, ich verlinke tatsächlich ein externes Video, weil ich das echt spannend fand. Da hatte ein amerikanischer YouTuber versucht, durch Argumentation und die Star Wars Bücher herauszufinden, ob Sith oder allgemein Nutzer der dunklen Seite diese, wie werden die gleich nochmal genannt?
genannt. Milichlorianer. Nein. Wahrscheinlich. Nee. Diese Machtgeister, oder wie die heißen, die jetzt auch am Ende von Episode 6 zum Beispiel, da ist ja Anakin Skywalker oder genau. So, in den Machtgeistern. Ob Sith das auch können? Das fand ich richtig spannend. Also, wie er das erörtert hat. Deswegen, wenn ich es finde, verlinke ich das. Aber er meint halt, dass sie es eben nicht können, weil sie eben diese Verbundenheit mit der Macht nicht haben, die ein Jedi hat. Weil ein Jedi lebt ja quasi mit der Macht und nutzt sie nicht. Das ist so, ja. Das fand ich extrem spannend. Oder besser gesagt, leiten. Genau, richtig. Und ein Sith ist ja wirklich nur jemand, der die Macht als Werkzeug benutzt, genau. Und nicht so in dieser... Etwas, so wie er jetzt gesagt hat, er unterwirft sie. Etwas, das man unterwerfen muss und manipulieren. Genau, richtig. Und das fand ich eben total spannend. Wenn ich das noch finde, verlinke ich das auf jeden Fall, weil das Video war echt gut. Und eins hast du jetzt vergessen. Herzlich willkommen zu Wilde Theorien. Stimmt, ja. Wir sind wieder bei Wilde Theorien live. Live. Ja, auch hier auf Star Wars. Hier in SWTOR, Folge Nummer 34. 34, genau. Wenn falsch, dann bleiben wir die ganze Folge falsch. Ganz einfach. Ja. Willkommen zu Folge 34. Wir sind jetzt momentan ein bisschen zurückgesprungen in die Vergangenheit. Genau. Nee, deswegen kommt... Es ist nicht, dass ihr durcheinander kommt. Es ist wirklich die Folge 34. Natürlich nicht. Es ist die 43. Folge, aber ich hatte am Anfang einen minimalen Zahlendreher. Hab man gar nicht mitgekriegt. Ich müsste links nach oben im Y. Okay, dann machen wir das doch. Verstanden. Da muss ich nämlich auch hin. Ja. Gibt es noch weitere wilde Theorien live? Ich überlege gerade. Star Wars The Old Republic. Ich überlege gerade, weil ich habe in letzter Zeit echt viele interessante Star Wars Theorien so gesehen. Weil die irgendwie immer wieder in meinen Vorschlägen bei YouTube gelandet sind. Bei der YouTube-App da ganz vorne auf der ersten Seite. Diese Home-Seite oder was auch immer das ist. Ganz Startseite. Und da wurden die mir vorgeschlagen. Und seitdem gucke ich irgendwie diesen einen Kanal sehr, sehr, sehr häufig. Sehr, sehr häufig. Okay. Also wie gesagt, gab es einmal diese Theorie mit den Force Ghosts, glaube ich, heißen die im Englischen tatsächlich einfach. Was hatte ich denn da noch gesehen? Das war echt... Alles sehr spannend, was er da so hatte. Ich hätte noch kurz ein kleines Anliegen so nebenbei. Könntest du deinen Schwellenwert ein bisschen nach unten setzen? Ich verstehe meistens deinen Anfangsbuchstabe nicht. Oh, ja, mache ich mal eben. Sekunde. Weil das war sowas, dass ich immer ein bisschen Probleme hatte mit deinen... So, jetzt ist es etwas weiter unten. Aber dann darfst du dich im Teamspeak auch nicht beschweren, wenn du meine Tastatur hörst. Oh nein, ich höre deine Tastatur. So schlimm. So, ich verkaufe kurz den Schrott. Oh, man hört es tatsächlich nicht. Wow. Wo ich wild auf der Tastatur rumklimper. Ja gut, auch wenn, dann ist es halt zu. So, wo gehen wir jetzt hin? Zu dir. Zu mir? Aber ich bin ja aber schon bei mir. Eieiei. Also, es klingt sehr spannend mit deiner tödlichen Schlucht. Deswegen können wir das sehr gerne weiter fortführen. Die tödliche Schlucht. Die tödliche Schlucht. Ich glaube, wir haben ja bis jetzt, also in der ersten Folge, die wir heute aufgenommen haben, haben wir deine gemacht. Dann in der zweiten meine und jetzt wieder deine. Das heißt, wir können das ja tatsächlich jetzt mal diese Aufnahmesession so durchziehen. Ja, dann gut, das machen wir. Wir ziehen diese Aufnahmesession mal komplett durch. Jede Folge eine Storyline, also getrennte Storylines. Und ihr schreibt, was ihr besser davon haltet. Also was ist für euch angenehmer aus eurer Perspektive ausgesehen besser? Genau, was gefällt euch besser? Schreibt es in die Kommentare. Oder was gefällt dir besser? Schreibt es in die Kommentare. Woo. Wir wissen natürlich, es ist Sommer, viele Leute schauen nicht zu. Ich habe sogar einen Kommentar gekriegt, dass jemand in 6 Wochen in den Ferien ist und leider nicht zuschauen kann. Fand ich sehr schön. Ich habe ihm schöne Ferien gewünscht und hoffe, dass er dann auch wieder einschaltet. So, ja, hoffentlich. Schauen wir mal hier rein. Sonst verpasst du doch unsere geplanten Highlights. Ja, Cutscenes. Meister Yonlak, der Sith, den ihr verfolgt habt, ist hier. Zieht euch zurück. Ich kümmere mich um den Eindringling. Nein, Yuli, kontrolliert eure Gefühle. Steht mir zur Seite. Ich stelle mich dem Sith. Ich habe euch beobachtet, Sith.
Euer Kommen hat die Reise der Erleuchtung verdorben und den Weg der Jedi verspottet. Ich weiß, warum ihr hier seid. Meister Nomen Kars Padawan erscheint euch irgendwie als Bedrohung. Ihr möchtet sie aus ihrer Deckung hervorlocken und zum Schweigen bringen. Ich weiß nicht, wovon die Rede ist. Beleidigt mich nicht, mein Kind. Ihr seid ein offenes Buch für mich. Ihr seid ihretwegen hier, das weiß ich. Sie kam, um sich meiner Führung anzuvertrauen. Und zwischen uns entstand die tiefste Bindung, die ich je erlebt habe. Sie und ich, wir haben eine geistige Verbindung. Und ich habe sie bereits vor euch gewarnt. Sie wird auf eure Manipulationen nicht hereinfallen. Ich möchte doch nur mit ihr reden. Auch ich falle auf eure Manipulationen nicht herein. Ihr habt jetzt kein unverständiges Wüstengeschöpf vor euch, Sith. Und keine wehrlos geduckten Sandleute. Der Unterschied in unseren Fähigkeiten entspricht ungefähr unserem Altersunterschied. Ihr könnt nicht gewinnen. Geht jetzt. Ich fürchte niemanden. Ich versuche nicht, euch einzuschüchtern. Ich stelle lediglich eine Tatsache fest. In mir seht ihr einen erfahrenen Jedi-Meister. Und Yuli geht besser mit dem Lichtschwert um als jeder andere Jedi-Ritter, den ich jemals trainiert habe. Langsam werde ich etwas nervös. Haben wir eigentlich schon mal gegen einen echten, diplomierten Jedi-Meister gekämpft? Ja. Ja, ich glaube schon. Oh, ich kann jetzt sagen, ich werde eure Hilfe gar nicht brauchen. Aber dann haust du wieder so einen Klopper raus. Ja. Die Jedi wissen nichts von deinen tödlichen Kräften, Vett. Ich denke, dass ihr blufft. Aber es kommt nicht darauf an. Die Anfrage eurer Begleitung ist gegenstandslos, da ihr allein mit uns kämpfen werdet. Gut gemacht, Meister Yonlak. Und jetzt zieht euch bitte zurück und lasst mich gegen den Sith kämpfen. Ich weiß eure Besorgnis zu schätzen, Yuli. Aber ich habe mir hier nicht den Vorteil gesichert, um ihn sogleich wieder aufzugeben. Ihr kämpft nicht fair, Jedi. Wenn der Einsatz so hoch ist, muss ich alles tun, um die Ordnung zu wahren. Zum letzten Mal. Ergebt ihr euch freiwillig? Bald werde ich auf eurer Leiche herumtrampeln. Zeigt keine Gnade, Yuli. Wir kämpfen für Nomen Kars Padawan. Ich werde immer so komplett falsch eingeschätzt. Ich habe einen Begleiter übrigens. Ich stell dir mal eben auf Pfeil. Ja, ich würde dir empfehlen, da wir tatsächlich weg ausgeschaltet ist. Okay, ich kann nicht, weil wir im Kampf sind. Ja, toll. Das könnte jetzt übrigens lustig werden, ohne Heiler. Böse. Aber ich bin ja Fernkämpfer. Stimmt, ja. Ich aber nicht. Ich aber. Und solange einer von uns überlebt, reicht das vollkommen. So, hat, gereicht. Stopp! Haltet ein, Sith! Bitte senkt die Waffe! Yuli, haltet eure Zunge im Zaum! Nein, sie ist nur ein Padawan und ihr seid ein großer Meister. Ich werde um euer Leben verhandeln. Sith, ich sage euch alles, was ich weiß. Wenn ihr Meister Yonlak verschont. Eure Treue ist bemerkenswert. Vergebt mir, Meister Yonlak. Aber ich muss es tun. Meister Kar hat Jessa hier weggeholt. Er trainiert sie jetzt weiter auf... Yuli, ihr könnt euch nicht an den Padawan erinnern, den dieser Sith sucht. Ich kann mich nicht an den Padawan erinnern, den dieser Sith sucht. Schlaft jetzt. Ich habe Yulis Gedächtnis nur ungern ausgelöscht. Aber seine Gefühle für mich haben ihn überwältigt. Entschuldigt euch nicht. Ihr habt getan, was nötig war. Es war schrecklich, ihm das anzutun. Der letzte Ausweg.
Aber das Allgemeinwohl hatte Vorrang. Jessa ist etwas ganz Besonderes, mit noch nie dagewesener Macht. Solange sie von euresgleichen unberührt bleibt, kann sie die Jedi in eine glänzende Zukunft führen. Ihr geht von falschen Voraussetzungen aus, Yon-Lak. Ich möchte ihr nichts antun. Eure Sorte kenne ich, Sith. Ihr verdreht die Wahrheit und manipuliert die Schwachen. Da lasse ich lieber Vorsicht walten. Ihr kennt Jessas Namen, aber mehr bringt ihr hier nicht heraus. Da könnt ihr mich genauso gut gleich umbringen. Ich muss zur Ruhe kommen, damit Jessa nichts als Frieden spürt, wenn ihr mich erschlagt. Ich will euch nicht töten. Macht euch bereit, Jedi. Oder das könnte so passieren und Yon-Lak töten. Ich will es mir nicht vermasseln, aus diesem Grund... Ich werde euch nicht den Todesstreich versetzen. Richtet ihr nur aus, dass ich mit ihr reden möchte. Ihr wolltet ihr nur eine Nachricht hinterlassen? Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr, Sith. Wegen unserer Verbindung weiß Jessa bereits, was hier geschehen ist. Sie hat eure Nachricht erhalten. Sie wird selbst entscheiden, wie sie jetzt handelt. Ja, jetzt habe ich noch eine negative... Ich habe gelogen. Oder das freut mich. Wirklich schade, dass mit Juli... Ja. Ich nehme mal eine positive Option. Was? Wenn's geht. Mehr wollte ich ja gar nicht. Dann auf Wiedersehen. Lebt wohl, Sith. Es gibt vieles, über das ich jetzt nachdenken muss. Tja, die Gerüchte stimmen. Gelähmt zu werden macht richtig Spaß. Ihr habt da ja eine schöne Schau abgezogen. Ich wusste, dass ihr gut seid, aber... Hoffentlich hast du dich gut amüsiert. Von wegen. Es hat mich zum Wahnsinn getrieben, dass ich mir den Schweiß nicht von der Nase wischen konnte. So, Sharak sagte, sie würde beim Raumschiff warten. Sie dachte, mit uns sei es aus. Ich kann es kaum erwarten, ihr dummes Gesicht zu sehen. Sie wird sehr überrascht sein, uns zu sehen. Ich übe unterwegs schon mal meinen hochnäsigen Blick. Du sollst dich vielleicht heilen. Ja, das erledigt Wett gleich für mich. Wett, wo bist du? Ist sie vielleicht einfach nicht, ich nenne es mal equipped? Wett, hallo, ich rufe sie mal. Wahrscheinlich hättest du das gleiche auch gerade während des Kampfes machen können. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir wohin, wie und was und überhaupt. Wir müssen ein bisschen nach vorne. Da nach oben? Nach oben, nach unten, nach links und nach rechts. Ah, okay. So ein bisschen ein Stück weit nach oben. Also diese Richtung, die ich jetzt gerade ansteuere, ne? Ja. Okay. Und ich möchte euch nochmal herzlich dazu begrüßen zu Wilde Theorien live. Oh, oh. Hier bei SWTOR. Oh, jetzt geht's wieder los. Achtung, Jagdschütze. Ja. Auf jeden Fall, meine Theorie ist es ja, dass man Jessa Wilson davon überzeugen kann, wegen dem bin ich auch so übermäßig flott. Aber was mich noch mehr interessieren würde, kann man sich's auch verhauen mit ihr? Wilde Theorien. Oder kann man es grundsätzlich einfach nicht verhauen? Oder? Gehört es zur Storyline? Wir werden es erfahren. Schaut auch das nächste Mal wieder ein. So Wilde Theorien live. Hier bei SWTOR. Was? Das war schon mit Wilde Theorien? Das war schon mit Wilde Theorien. Das ist aber sehr enttäuschend. Ich dachte, du haust jetzt hier richtig einen raus. Willst du noch fortsetzen? Ich dachte, du willst doch. Ich dachte, du machst jetzt richtig Theorien. Richtig eine lange Theorie. Ja. Dazu fällt mir momentan die Grundbasis an Wissen. Das ist aber... Das ist aber ernüchternd. Hast du dich etwa nicht auf die heutige Folge vorbereitet? Natürlich, ich bereite mich immer regelmäßig auf die Folgen vor. Ich mache jeden Tag Machtübungen. Machtübung ist ja mal das absolut Mindeste. Ja, so... Das ich suche in der Zwischenzeit mal nach Gesprächsthemen auf meinem iPhone. Ja,
Ich gehe einfach den YouTube-Kanal meines Vertrauens durch bei solchen Angelegenheiten. Damit wir weitermachen können mit Wildtheorien. Wildtheorien. Live hier bei SWTOR. Ja, deswegen, ich würde dich einfach mal kurz vorlassen. Einmal kurz vorlassen. Ja. Und dann kann ich dir nämlich sagen, Spieler verfolgen. Oder auch nicht. Okay. Spieler verfolgen. Okay, kann ich. Wir sind. Dann gucke ich einfach mal so immer wieder. Du musst jetzt mal kurz meinen Part übernehmen. Du musst jetzt mal labern. Ich muss deinen Part übernehmen. Ich kriege gleich mal eine Echse. Blablabla. Hey, mein Part ist schon etwas professioneller als das. Wirklich? Bist du dich sicher? Ja. Also ihr dürft mal zugucken, wie Dragomir kämpft. Ja, sehr spannend, ne? Hast du jetzt auf Folgen geklickt? Kann ich irgendwie nicht. Das finde ich total geil. Doch, du musst bei mir ein Bild unten. Ja, das ist klar. Kann ich jetzt hier Spieler verfolgen? Jetzt geht's. Ja, jetzt muss es sein lassen. Ja, klar, jetzt geht's. Aber gerade eben ging's nicht. Warum wohl? Ich weiß es nicht. Wilde Theorien. Wilde Theorien. Live. Wir sollten angeblich eine Schnellreise machen. Aber schon es wieder? Hat doch vorhin angezeigt. Es hat dann gezeigt, dass wir hier hin müssen. Herzlich willkommen bei Wilde Theorien. Mosaikgleiter. Sollten wir angeblich hin. Oh, das ist ein Ach so. Ich erledige das jetzt. Wilde Theorien. Ja, ich habe wieder was. Du hast wieder was? Ich habe wieder was. Das ist etwas themenfremd eventuell. Hat aber okay. Was mit Star Wars. Warte, halt, stopp. Willkommen zurück zu Wilde Theorien live hier bei SWTOR. So gut, jetzt kannst du anfangen. Okay. Und zwar wurde sich auch die Frage gestellt, warum die Jedi Palpatine nicht spüren konnten, obwohl die Jedi ja eigentlich Sith quasi spüren bei ihrer Anwesenheit. Bedarf? Ich erhalte. Wuhu. Weil Jedi spüren ja die Anwesenheit einer dunklen Person, sag ich mal. Genau. Und warum konnten die Jedi dann nicht Palpatine spüren, obwohl sie ihn die ganze Zeit vor der Nase stand? Ja, wir machen nur kurz eine Schnellreise nach Mosaik. 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 Wo ist Mosaik? Mosaik ist in der Mitte der Karte. Mitte. Mos Anek, meinst du? Mos Anek, tut mir leid. Ist fast das Gleiche. Ja, auf jeden Fall, ja. Es wird halt spekuliert, dass er halt irgendwie so einen Machttrick oder sowas hatte, mit dem er sich selbst dumm stellen konnte. Ganz blöd gesagt. Also, dass er quasi über die Macht vorgaukeln konnte, dass er nicht sensitiv für die Macht ist. Nicht. Ah, ja, hat was. Und wir müssen mit dem Super Schweißfrei-Service ganz nach unten nach Mosla Gleiter, blablabla. Ganz nach unten im Y. Okay. Haben wir dann auch unser letztes Ziel erreicht? Oder müssen wir danach noch 5 Milliarden weitere Schweißfrei-Services machen? Das sehen wir dann. Okay. Wenn wir dort sind. Wilde Theorien, ne? Ja, zurück zu den wilden Theorien. Also, ich denke, das könnte gut sein, dass er eigentlich die Macht hat, zu unterdrücken, dass die anderen merken, dass er sozusagen für die Macht sozusagen, wie soll ich sagen, empfänglich ist. Ja, genau. Das könnte gut sein. Mhm. Allerdings könnte es einfach auch sein, dass nicht jeder Jedi es gleich gut spürt und dass nicht jeder Sith gleich ausstrahlt, wie böse das er ist. Ja, aber trotzdem würde ja ein Jedi spüren, dass jemand eine Sensibilität der Macht gegenüber hat. Ja gut, das stimmt auch wieder. Wie zum Beispiel, das ist auch ein sehr schönes Exempel, Qui-Gon herausgefunden hat, dass Anakin sehr empfindlich für die Macht ist. So, wilde Theorien technisch. Wilde Theorien. Und was mir gerade in den Sinn kommt, er hat gesagt, bei meinem Schiff. Weil das ist nämlich der Raumhafen. Bist du durch? Anscheinend. Musst du mit deinem Holo-Terminal sprechen? Nee, ich muss zuerst mit Brev reden. Ja, dann reden wir doch mit Brev. Mit Brev, sehr brav. Die brave Brev. Oh Mann, der war schlecht. Der war richtig schlecht. Aber er war da. Warte, ich spring kurz, dann kann der Witz drunter.
Ui. So. Ich würde sagen, das hätte ich noch zu hoch erwischt. Ja, wollen wir noch weiter wilde Theorien raushauen oder wollen wir uns von wilde Theorien live verabschieden? Ja, wir verabschieden uns mal. Okay. Von wilden Theorien live. Das ist jetzt hier das neue Format. Im Format. Das neue Format. Das neue In-In-Format. Schließlich ist es ja schon in einem Format, also ist es im In-In-Format. Genau, richtig. Ja. Wir haben langsam schon unsere Insider. Ich sag nur schweißfrei. Schweißfrei-Service. Und der Schweißfrei-Transport. Oh Mann, ey. Wir sind aber auch einfach verrückt. Ja, das ist einfach nicht zu beschreiben. Bist du sicher, dass du nicht zu deinem Schiff musst? Doch, ich muss zu meinem Schiff. Aber zu meinem Schiff, zum Hangar. Ach so, einfach nur... Ah, okay. Ja, dann nur kann ich ja zum mitkommen. Hangar reden. Ja, da kannst du ruhig mitkommen. Weil du kannst ja eigentlich auch das Schiff betreten, aber wir machen das ja nicht aus Komplikationsgründen vom Holo-Terminal her. Da man sowieso nicht mithören kann. Meistens. Ja. Zu 99%. 99,9%. So, und jetzt sollen wir noch kurz mit ihm Brief reden. Ach, mit dem Vogel. Kannst du mithören? Nein. Warte kurz. Wir probieren noch. Vielleicht gehen wir vom Transporter runter. Und ja, man kann es abbrechen. Nochmal versuchen. Und ich drück's die Daumen. Nein. So, das war's schon. Kurz danke, hätte ich nicht gedacht, dass du überlebst und meinen Horizont erweitert hast. Ah, Punkt. Okay. Und sie war wahrscheinlich sehr amused. Sie war very amused und hat gemeint, dass wenn wir doch das nächste Mal auf Tatooine sind, sie wieder besuchen soll. Das war bestimmt Ironie. Ironie des Schicksals. Ich will euch nie wiedersehen. Lass mich in Ruhe. Höchstwahrscheinlich. So. Apropos höchstwahrscheinlich. Musst du jetzt zu deinem Holoterminal? Ja. Okay. Aus diesem Grund verlasse ich jetzt hier... Halt, stopp. Habe ich jetzt hier... haben wir den Storybereich eigentlich verlassen. Und würde sagen, schaltet auch das nächste Mal wieder ein zu Star Wars. Und dann geht es weiter mit der Folge, also mit der Folge von Get, mit der Storyline von dem lieben Get Commander. Genau, und wahrscheinlich mit Folge 4 von Wilde Theorien Live. Wilde Theorien Live, hier bei SWTOR. So, genau, schaut beim anderen vorbei, hast du das gesagt? Ich hab nicht zugehört. Nee, ich glaube nicht. Okay. Der hat mir nicht zugehört. Natürlich. Der hat mir nicht zugehört. Natürlich habe ich dir zugehört. Als ob ich dir nicht zuhören würde, ehrlich. Schaut einfach beim anderen vorbei. Genau, richtig. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.